Hallo, ihr Zip-Dub-Tube. Hallo. Und hier haben wir ein paar Überraschungspakete. Und ich war gerade draußen, deswegen bin ich auch ein bisschen groß. Okay, es war ziemlich kalt draußen, ne? Ja. Und es hat schon wenig geschneit. Irgendwie minus 0,1 Grad, glaube ich. Auf jeden Fall kalt. Und wir wollen heute diese Überraschungspakete auspacken. Ja. Wollen wir anfangen mit dem und den... Oder wir fangen einfach mit dem hier an. Kurze Frage. Rat mal, von wann das ist. Gestern? Nee, vorgestern. Soll ich sagen? Ja. Das ist falsch. Vom 15.07. 2016. Also vom Sommer noch. Sind da jetzt Wasserpistolen drin? Wir gucken rein. Also hier haben auf jeden Fall schon mal Ash. Was ist das? Sei schnell. Das kenne ich gar nicht. Sieht nach einem Brettspiel aus, so einem kleinen Spiel. Ein Städtespiel für zwei oder mehr Spieler. Bist du schnell genug? Schau genau auf die Karten, die deine Mitspieler aufdecken. Entdecke das gleiche Symbol auf deiner Karte, greif nach dem Totem und werde als Erster deine Karten los. Auf jeden Fall hört sich nach einem coolen Spiel an. Werden wir auch einmal spielen. Pack mit euch mal vorne hin. Da willst du mal was rausholen? Und was haben wir da? Oh, das sieht nach einem coolen Spiel aus. Das ist cool. In mir fällt es, glaube ich, aus der Werbung. Da muss man hier. Chronobomb. Hier. Ja. Ist das eine Bombe? Da schießt Lichtstrahlen raus aus dem Gebild. Und das, da muss man dann rüberspringen. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, dann explodiert die Bombe halt. Also wie so ein Geheimagenten-Spielset, oder? Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. So, das ist Chronobomb. Das werden wir auch auf jeden Fall mal spielen. Das wird richtig cool. Sieht gut aus. So, und ist ja noch was drin. Sieht nicht danach aus. Komm, wollen wir den vorne hier öffnen? Den vorne? Ja, den lang. Oh, was ist da drin? Also ist wirklich sehr lang. Oh, pass auf! So. Mal durchschieben. Dann machen wir den hier mal auf. Wir können gleich mal rausgucken, was da drin ist. Nachher ist ja wieder so ein Wasserschwert drin. Wo ist denn das? Das liegt da unten. Das hat man da auch echt sehr, sehr lang. Nachher ist dann wieder so ein Wasserschwert drin. Mal rausziehen. Eine Bettdecke. Das ist doch keine Bettdecke. Das noch auspacken? Eine Bettdecke mehr. Soll ich das noch auspacken? Alles rausziehen. Soll ich das noch auspacken? Ich glaube, da ist nichts mehr drin. Ah, hier steht ein Zettel drauf. Bogenschützen-Set? Das ist doch kein Bogen. Hier steht, dass das ein Bogenschützen-Set ist. Das ist doch ganz... Ach, vielleicht... Ach, stimmt. Wir haben hier vielleicht diesen Bogen. Ah, mach. Ja, stimmt. So. Ja, cool. So. Ja. Aufspannen. Dann muss man erstmal, glaube ich, noch ein bisschen zusammenstecken alles. Hast du jetzt auch einen? Die war oben auch in meinem Zimmer ein. Ja. Das ist dann für dich wahrscheinlich. Das ist mir auch auf jeden und Fall. Und dann können wir gegeneinander wahrscheinlich so machen. Ah, ich glaube, das geht nicht ganz so gut. Das tut ein bisschen weh. Aber auch nur ein bisschen. Möchtest du das ja aufpacken oder erstmal das Kleine und dann das Große zum Schluss? Ja, das. Obwohl, lieber das Große zum Schluss, oder? Das Große zum Schluss. Von wann war das Paket eigentlich? Oder von wann ist das Paket? Weil bei dem einen war das ja eben... Warte, du hast gleich mal. Warte. Ein Jahr her? Keine Ahnung. Halbes Jahr? Warte mal. Auch, ich sag aus dem Sommer auch. 12.01.2016. Hey. Ernsthaft? Da steht 12.01. Ja. Will ich das nicht verguckt? Nee, stimmt ja wirklich. Hä? Das ist jetzt fast ein Jahr her. Was ist da denn drin? Weihnachtszeug vielleicht? War das vielleicht noch von Weihnachten? Da ist jetzt ein Adventskalender drin. Oder Silvester. Pack mal. Oh ja, Bella. Das ist ja gut, oder? Oh, ja. Ja, Knallerbsenlöse. Das ist ja gut. Kannst du auch. Weil wir haben auch heute Knallerbsen gekauft. Der ist auf jeden Fall vom 25.04. Auch schon echt lange her. Also alle hier sehen, wie lange her. Und hier haben wir drin. Kit Fistos Jedi Starfighter von Revel. Easy Kit, das ist gut. So ein bisschen Modellbau. Halt für, also die vereinfachte Version von Modellbau. Frozen. Hier haben wir das Frozen Gift-Set. Hochzeitsgeschenk-Set ist das. Also wir sind uns gerade nicht sicher, aber wir meinen, der hier heißt Christoph. Wir sind uns, wie gesagt, nicht sicher. Und dann haben wir hier Anna. Und da sind die auf der Hochzeit. Und was haben wir hier noch? Hier haben wir Monster aus der Toilette. Also die haben wir hier. Und was haben wir noch drin? Ich sehe da gerade was von Play-Doh. Ich auch. Und was ist das?
irgendwas mit Knete. Make and Mix zu. Safari-Knetfeld. Da kann man mit, also Knete ist natürlich drin. Und damit kann man dann, was? Krokodile, Giraffen, Elefanten in bunten Farben machen. Ist ja cool. Ja, werden wir auch auf jeden Fall machen. Und dann geht's gleich mit Play-Doh weiter. Aber mehr Play-Doh. Was ist das denn? Pizza. Oh, Play-Doh-Pizza. Aber nicht zum Essen. Oh was mein noch? Gott. Eine Drohne. Drohne? Wie well? Sie machen Drohnen? Mikro-Multicopter, Nano-Hacks. Das sieht gut aus. Die machen wir am besten direkt als nächstes auf. Ja. Haben wir noch mehr drin? Wenn wir auf jeden Fall demnächst auch auspacken. Ist nichts mehr drin. Nichts mehr? Nö. Dann packen wir den mal zur Seite und wir packen den Karton vom 25.04. aus. Und was haben wir hier drin? Ja, oh, Riesenklappen. Oh, oh, oh. Oh. Oh, 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 warte mal, das ist mir besser. Autsch! Das Ding ist riesig. Als ob ich das nochmal. Playmobil Summer Fun. Das sieht gut aus mit den ganzen Rutschen. Ein kleines Freibad haben wir. Und wie viele Rutschen sind denn da? Eine Rutsche. Hier geht's hoch hier hinten. Hier eine Rutsche. Oh, das ist so eine andere, anders geformte Rutsche. Die hat, geht hier halt hoch, wieder runter. Sieht gut aus. Auf jeden Fall auch sehr, sehr groß. Oh. Ja. Hier, pack mal kurz hin. So, Ash, und was haben wir noch? Wir haben. Was ist das denn? Cosmos. Sound UFO. Sieht nach einem UFO aus. Ja. Also der berührungslose Tongenerator. Okay. Verändere mit deiner Handbewegung den Ton. Funktioniert mit Lichtsensor. Das hört sich interessant an. Also, wir haben hier ein. Ah. Auf der Rückseite steht es. Wir haben hier ein UFO und da kann man hier hinten sehen, dass es alles so mit Sound geht und dass man dann irgendwie die Hand speziell bewegen kann und da kommen andere Töne. Cool. Da bin ich gespannt, wie es alles funktionieren wird. So, und was ist das? Play-Doh wieder? Mal, ich pack mal den Karton weg, da ist hier nichts mehr drin. So, wir haben hier Play-Doh. Wie heißt das denn? Also, es ist auf jeden Fall Star Wars. Das ist hier der Millennium Falcon. Millennium Falcon. Mit dem Wookie, Chewbacca, Prinzessin Leia, Luke und Han Solo. Achso, Darth Vader darf natürlich nicht fehlen. So sieht's aus. Das alles war jetzt mit dabei. Echt coole Sachen. Und ja, die packen wir auch wie immer in den nächsten Wochen aus. Und dann bleibt dran, abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.